Hallo und herzlich willkommen zum 20. Part von Sims 4, der 20. Part. Und falls euch der Part gefällt, lasst ein Like und eine Bewertung da. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Denn dieses Let's Play wird weitergehen. Noch einige Parts. Du kannst erstmal dahin gehen. So, wo plane ich euer Gefängnis am besten? Irgendeinem Raum, wo genug drin ist, dass ich euch alle aussaugen kann. Das wäre gut. Also wo genug Freiraum ist. Am besten, ich baue den irgendwie einen. Obwohl, nee, die können doch eigentlich nach draußen gehen. Draußen ist ja eh nur eine Bar und Durst rettet den ja eh nicht den Arsch. Das werden die auch nicht machen. Egal wie hungrig sie sind. So, ihr geht alle nach draußen, ihr Vollidioten. Wenn ihr meintet, euch mit meinem Hund anzulegen. Du Spaß, bist am Tanzen, kannst hier mal hingehen, du Spago. Du kannst da hingehen und du alter Sack gehst auch da in eine blöde Penner. So. Ja, Katharina wird die letzte sein, die geht. So. Und du kannst mal dann eben hier warten, bis die Kessel draußen sind. Oh, Luna ist noch da. Zu wissen. Dann möchte ich gerne meine Freundschaft ein bisschen bei dir verbessern. Dann gib ihr einfach ein Geschenk, obwohl. Wetter voll lieber erklären für Schnee. Schnee. Let's go. So, sehr gut. So, dann mache ich hier die Tür zu, jeder außer Sascha. Tür abschließen, jeder außer Sascha. Erstmal. Tür abschließen, jeder außer Sascha. So. Nein, Katharina, du nimmst hier mal frei. Weil du wirst nicht mehr zur Arbeit gehen. So, nimmst du mal frei. Ja. Und hör auf zu essen. Boah, ein. Wer hat das überhaupt zubereitet? Octavio, okay. Ich hatte eigentlich, dass mein Haushalt sich verändern musste. In dem Fernsehen. Sehr gut. Freundschaft läuft damit, Luna. Also, ja. Und die sind da irgendwie Scheiße am Bauen, ist mir auch egal. Schmeicheln kannst du mal machen, Tagverschönerung. Tagverschönerung, umarmen kannst du vielleicht auch mal machen. Ja, ist noch ein bisschen zu jung für mehr. Aber naja. Nach Parkfragen, natürlich, wie konnte ich das vergessen? Dann kannst du hier noch mal nach Parkfragen eigentlich. Gewürzfestival, ja, nee. Außerdem darf ich auch in nächster Zeit nicht verreisen, weil die Leute hier sollen ja drauf gehen und leiden. Fotos fallen dann noch. Sehr gut. Mein hat keinen Job, richtig? Ich glaube ja. Sehr gut. Über neues Spiel kannst du noch mit ihr reden. Über Interessen kannst du noch mit ihr reden, das kommt bestimmt auch gut an. Frag sie einfach nochmal nach dem Tag. Hast nicht zugehört. wie war der Tag nochmal? Ich hab dich schon gefragt, aber ich hab's schon komplett vergessen. Es ist ja so lange her, dass wir darüber geredet haben. Obwohl, nee, das kann ich eigentlich abbrechen, weil ich will eigentlich nicht, dass sie länger rumhängt als nötig. Wo bist du? Bist du draußen? Ja, sehr gut, ihr seid draußen. Drei sind draußen. Wer ist denn überhaupt noch drinne von euch, Fargos? Ist da überhaupt irgendwer drinne? Abgesehen von Katharina. Nö. Eigentlich nicht. Okay, gut. Und du geh mal dann aus dem Observatorium raus. Was geht los? Modesport bei Outfit kritisiert wurde. Dein Sim braucht eine bessere Modeberatung, wenn das nächste Mal versucht, dich anzuziehen. Sie hat eine Glatze! Sie sollte mal, keine Ahnung, ja, zum Haarspezialisten gehen. Zum Friseur gehen oder zu einem Perückenladen. Laden bin ich. Oder kochen kannst du noch mit ihr reden. Und dann ja, schick sie mal ruhig nach Hause. Schön, dass du da gewesen bist, Luna. Aber geh mal bitte nach Hause. Ne? Nein. Ich soll jetzt nicht sehen, wie es die Leute aussagen. Das will ich denen nicht antun. Denn, ja, mit dir bin ich noch nicht fertig. Aber mehr kann ich auch erst machen, wenn sie halt, ja, älter geworden ist. Ja, tschüss. Nein, nein, nein.
Jetzt geh weg. Sehr gut. Sehr gut, dann hier aussaugen. Und hier aussaugen natürlich. Julia Meier. Obwohl, ich muss noch verhindern, dass sie rausgehen. Weil draußen könnt ihr auch essen sollen. Perfekt! Jemand muss am Erfrieren! Yes! Die erste ist schon fast down. Sehr gut, dann lasse ich alle erfrieren. Hol eine Wettermaschine, dass das ein bisschen schneller geht und dass ihr bald wächst halt. So. Alle hier Plasma erstmal ziehen. Bei dir möchte ich Plasma noch ziehen. So, genau. Dann haue ich eben noch auf die Fresse, bevor die sterben. Und ja, perfekt. Oh, er hat schon Hunger, perfekt. Aber ich glaube, ich kill sie durch die Kälte. Das ist dann das Schnellste. Gut, dass sie mich drauf gebracht haben, die Entwickler. Weil ich hatte gerade, ich war gerade nicht wirklich im Überlegungsmodus, wie bringe ich die schnell am schnellsten um. Sonst wäre mir das eingefallen direkt, aber ja. Ja, also eventuell wäre es mir direkt eingefallen, so. Ja, hätte sein können, hätte nicht sein können, aber ja, gerade überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie ich sie denn hätte umbringen können. Selbstwiderstand, sehr gut. Seltene Pflanzen, ja, schön. Ich will keine seltenen Pflanzen. Ich will eigentlich was anderes hier aufbauen, und zwar. Was ist das denn? Ich habe da eine Idee. Und zwar gebe ich hier Stange, genau. Warum wird mir das vorgeschlagen? Na, ist ja auch egal. So. Dann in den Live-Modus, denn ich brauche nicht mehr eigentlich. Das erste. Ja, meine Kinder auch zu Octavia und ihrer Familie geschickt. Ja. Es wird dann schon kein Problem sein, hoffe ich. Und ja. Ja, Joe bleibt natürlich hier bei mir. Damit die nicht irgendwie Scheiße anziehen. Helfen wir denen. Du kannst hier noch für. Ah, es gibt keinen Schneesturm, okay. Dann kannst du eigentlich danach mal deine Kleidung ausziehen, wenn du wieder bei Bewusstsein bist. Kannst du hier Outfits ändern? Kleidung ausziehen kannst du da mal machen. Und das könnt ihr alle auch eigentlich machen. Zieh mal eure Kleidung aus. Aber ich beginne mal eher mit den Frauen, damit ich das halt. Eines Kindes? Ach so, weil das Teenager sind, verstehe. Ah, du kannst das auch mal machen, oder, Julia? Bisschen die Hüllen fallen lassen. Das will zwar keiner sehen, aber ja, ich will, dass du wächst. To be honest. Nee, okay. Dann muss ich hier einfach hier die Sommerkleidung hier. Ja, die passt doch, die Badekleidung. Okay, gut, perfekt. So, ja, ihr könnt euch ein bisschen beleidigen auch, aber ihr sollt euch das Outfit ändern hier. So. Weiß nicht, was ihr für Probleme habt miteinander, untereinander, ist mir auch scheißegal, komplett. So, er hat sie auch Badekleidung, ja, und du ziehst auch die Badekleidung an. Wie auch immer die aussehen wird bei dir, du Alien. Badekleidung erst anziehen. Oder du gehst ein paar Schritte weiter, dann kannst du die Kleidung auch ausziehen, mal gucken. Also, mit der Alien Standardkleidung, what the fuck? LOL. Das Spiel hat dir Outfits gegeben, obwohl sie gar keine haben darf, wie ihr seht. Weil eigentlich haben die immer diese Alien-Standardkleidung und eine Glatze. Außer ihr bearbeitet sie. Und das ist, ja, schon scheiße. Ah, du hast doch Outfits, alter Mann. So. Dann gönnst du dir. Na, eigentlich ganz gut, dass ich denen nicht die Kleidung ausziehe, weil das will ich nicht sehen. So, wenn die komplett nackt sind, ist zwar verpixelt, aber ja. Wie trotzdem die Leute hier nicht nackt sehen. Hier. Abgesehen von Katharina, ja. Aber ja. Nein, du kannst mal aufhören damit, du sollst hier deine Badekleidung anziehen, denn ihr macht einen Badeurlaub in Jenseits hinein. Ja, da dippt ihr alle schön rein. Ins Jenseits. Yay! Yeah. So. Du bist dann deine Kleidung am Wechsel, ein bisschen so weiß wie ich. Am Erfrieren. Ja, meiner kann ja nicht. Also meiner wird ja nicht erfrieren. Also ist nicht am Erfrieren, sagen wir es mal so. Ich glaube, bei Vampiren geht das auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Sascha, du sollst dich aussagen. Einen nach dem anderen. Endlichkeit der Wurm. Sehr schön, Katharina. Interessiert mich überhaupt nicht. So, zack. Wo ist Joe eigentlich? Was macht er? Vampiren, okay, gut. Also, ist draußen. Und da war Octavia draußen hier. Ja, irgendwann mal rumspazieren. Geht ins Haus rum? Nee. Das ist ein Pizza-Lieferant? Okay.
Na, keine Ahnung, Octavia ist hier irgendwie beim Bildschirm geholt. Ich bin jetzt erwachsen, ich bin alt genug hinzugehen, wo ich will und zu tun, was ich will. Kannst du mich bitte wie ein Erwachsener behandeln? Junge, du wirst wie ein Erwachsener behandelt und stirbst wie ein Erwachsener. Du Pimpf, Junge. Junge, halt einfach die Klappe und geh sterben. Ganz ehrlich. Oh, perfekt, Tod ist schon da. Sehr gut. Sehr gut. Nur leider habe ich den noch nicht aufs Maul gehauen gehabt. Na egal. Mariko hat Erziehungslevel 1 erreicht, das hilft ja jetzt auch weiter. Mariko Ikeda war einfach zu cool, sie erfriert. Naja, zu cool war die nicht, die war zu scheiße. Den habe ich noch nie ausgesagt. Habe ich die ausgesagt eigentlich? Wüsste ich gerne. Habe ich die ausgesagt? Nein. Das werde ich dann tun. Genauso wie dich. Aussaugen, so, zack. Obwohl, ja, das kann ich ja später machen. Die sind ja eh erstmal alle am Trauern. Um die Mariko. Nein, sie ist gestorben. Wie leid mir das tut. Nee, eigentlich nicht. So, Tierpflege. Ah, nein, kannst du erstmal machen. Lass dir allein deinen Hund an. Steht da draußen rum. Du sollst deinen Hund anleihen. Nicht blöd Scheiße bauen, habe ich dir gesagt. Leih ihn jetzt an. Vielleicht, was du denkst, wer du bist, also leihst ihn an. Sehr gut, Julia ist die nächste. Perfekt. Dann gehst du mal hier rein. Nein. Nein. Oh, du sollst reingehen ins Haus. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Tod. Nimm die alle mit direkt. Nein. Du bleibst hier draußen. Du kannst ihn mal beleidigen eigentlich. Grob vorstellen kannst du mal machen. Und du? Kann ich den noch aussaugen eigentlich vorher? Bevor die drauf geht, das wäre nämlich nice. Wenn noch alle aussaugen hier. Genau, mach den fertig, dass er dich früher mitnimmt, hoffentlich. Ich glaube, das bringt zwar überhaupt nichts, weil es dem Tod egal ist so. Aber ja, wenn es nicht egal wäre, wäre gut. So, du kannst mal Essen kochen, anstatt fern zu gehen. Ja, kannst mal was kochen, genau. Machst hier mal ein Obst da. Obwohl, nee, falls hier irgendwie doch reinkommen. Geh mal pennen hier. Darfst auch mein Bett benutzen. Ja. Denn mit dir bin ich noch nicht fertig. Noch nicht. Oh Mann! Ich werde sie nicht aussagen, sie wird einfach wecken jetzt. Und okay. Immerhin sterben die alle recht so schnell, das ist gut. Schon. Nein! Oh nein, ey. Oh nein, es ist ja gestorben, ey. Ich hätte böse als Merkmal nehmen sollen. Und ich verschwinde am Rampenlicht, also das ist schlimm. Geh weg! Von dort! Ne, das will ich gar nicht, ey. Ich werde mir einen Stimmungslöser holen. Und ich werde mir auch so einen scheiß Marottenlöser holen. Also die Marotte geht mir schon wieder auf den Piss, ey. Diese Emotionsbombe, scheiße. So, Stimmungslöser werde ich mir holen, aber noch nicht trinken, weil es werden ja noch mehr sterben. Also, ja. Gut, werde ich das noch lassen, auf jeden Fall. Aber du kannst mal hier eben auf Kommentare antworten. Zur Zeit. Kannst mal traurige Videos aufnehmen. Weil ja so traurig bist, wenn Leute sterben, die es verdient haben. Oh Mann, ey. Eigentlich bin ich das nicht, weil wenn sie es verdient haben, haben sie es verdient. Ja. So wie diese Sparkos, die einfach meinen Hund meinten, sich mit ihm anzulegen. Und natürlich ist es jetzt. Obwohl, das ist eigentlich ganz gut. Du kannst mal aufhören hiermit. Weil du kannst mal hier eben aussaugen, den Dude. Genauso wie den hier, wenn du den noch nicht hast. Hast du? Okay. Gut. Dann kaufst du einen, die noch da sind, auf die Fresse. So, sehr gut. Ja, mach mal hin mit dem Video, komm schon. Ja, Joe, ich kümmere mich gleich um dich. Emotional auskommen, Mann, ey. Ja, obwohl ich muss das Wetter ja erstmal noch nicht kalt machen. Erstmal ausstehen auf die Fresse, werd den mit denen verfeindet, damit sie hier am Piss gehen. Oh, mir geht's besser. Okay.
Wir hört das gerade überhaupt nicht mit dem Ding. Ja, ich könnte die Geister ins Jenseits schon mal entlassen, damit sie nicht rumspucken hier, aber ja, nee. Können ruhig die Sachen hier zerstören, repariere ich die, krieg Reparaturfähigkeit. So, die hau ich jetzt auf die Fresse, gemein vorstellen direkt hier. Kleiner Sack. So, die kommen dann ins Inventar einfach schon mal rein, damit ich hier irgendwie verschenke. Nein, du sollst nicht Freundschaften mit dem schließen, du sollst ihn umbringen. Wenn du könntest, aber es geht hier ja leider an nicht, dass du den umbringst, deswegen muss ich den umbringen. Nee, ich tröste den, ich hau dem auf die Fresse, Junge. Nein, das war's falsch, ja. Kannst du zwar eigentlich auch machen, aber nee. Nee. Nee, du. Du haust dem auf die Fresse. Ich schau mal, wie das aussieht bei dem Bestreben. Von wegen Staatsfeind, was ich dafür haben muss. Okay, gut. Hilft sogar. Super Freund. Wo rennt er hin? Der kommt nicht ins Haus, oder? Okay, gut. Auf damit. Der kommt auch weg. Zack, hier rein kann er. Was? Ach, egal. Keine Ahnung, wo der Ball jetzt ist, aber ist auch egal. Du, hör mal auf damit. Ist schon genug am Essen. Du. Kannst hier Schüssel füllen. Und weh, du machst mir eine Scheiße. An die Kreuz kriegen. Das erste Mal sein Leben auf die Fresse. Perfekt. Hab ihn vermöbelt ohne Probleme, aber kein Wunder, so alt wie er ist. Dann kannst du hier nochmal einen Kampf abbekommen, du Wichser. Ja, passt, dass das gerade der Feiertag ist. Da stehen auch Smallhorns. Rauferei in der Nachbarschaft, sehr gut. Das wird irgendwie mein neuer Lieblingsfeiertag. Oder war es das auch immer schon so? Alter, bin sowas von verpackt. Sehr gut, Daniel und ich sind Feinde. Dann. Junge, halt die Fresse. Willst du nochmal auf die Fresse bekommen? Okay, Junge. Hau ich hier nochmal auf die Fresse. So, hier stelle ich mich dann grob vor und hör auf zu sehen. Das will keiner hören. Oh, sehr gut. Frau Katharina ist traurig. Oh, wie gar nicht mir das, wie mir das überhaupt nicht leid tut. Hast du die Schüsse gefüllt? Sehr gut. Dann schwing dich da aus dem Raum raus. Geh hier pennen, wir wollen nicht, geh aufs Klo. Kümmer dich um deine Bedürfnisse, Schlamm. Kümmer dich um deine Bedürfnisse. Und die pisst auch noch, wenn ich da mit dem Streiten bin. Was machst du da? Hört's nahe aus. Warum? Achso, wegen der Wut oder so. Okay. Dann kannst du auch gerne nochmal aufs Maul hauen. Sehr gut, ich hab's abgeschlossen, aber kann den noch aufs Maul hauen. Weil der kann jetzt eigentlich Traum gehen. Genau. Sag dir mal richtig die Meinung. So kämpfen. Und dann kannst du den auch noch kämpfen gehen. Ja, dann mach die Pisse da weg, Junge. Statt da drin zu stehen und. Nichts zu tun. Nur ein Überorten. Eine natürliche Pfütze. Ah ja. Achso, eine Pfütze auf natürlichem Boden. Obwohl, Piss ist ja natürlich, aber trotzdem so. Aber ja, natürlicher Boden, ja. Ich hoffe nur, wir ruinieren mir nicht hier den Boden. Weil hier ist meine Bar und. Sehr gut. Kim wird in ihren ersten Kampf verwickelt. Hau die weg. Ja, das sieht nicht danach aus. Das sieht nach Frauenfeiten aus, also. Ich muss dringend mal pumpen. Kannst du mal bekämpfen? Geht nicht, schade. Ja, gemein. Schubsen kannst du mal machen. So. Genau. Und hier. Aus jetzt mal richtig auf die Fresse. Hoffe ich zumindest. Schön, ich will den nicht nur verabscheuen, ich will den hassen. Komm, vielleicht. So. Zum Feind erklären, genau. Bei dem habe ich leider nicht verkloppt. Ja, egal. Ein Teenager ist. Er wird dann am Tau verdient. Genauso wie jeder andere auch, aber die sind zu früh gestorben. Die glücklich. Ja, Postboten, sei leise. Das will keiner wissen. Du kannst hier gerne mit drauf gehen, wenn du willst. Kann er rein in die Bude? Ich glaube nicht. Ja, yes, ist perfekt. Fast das Bestreben und abgeschlossen, ey. Sehr gut. Sehr gut. Dann.
geht den mal beleidigen. Als Feind erklären, meine ich. Genau. Habe ich die schon als Feind eigentlich? Weiß ich nicht. Beleidigen, genau. Kannst du mal machen. Das ist jetzt nur das Grauenhaft, sehr gut. Interessiert mich überhaupt nicht. Was machst du da? Unkontrolliert trinken, ja, mach das. Oh shit, ich bin aus. So wütend, dass ich explodieren könnte. Scheiße. Ja, scheiße, Emotionsbombe. Kalte Dusche genehmen, ja. Und vom Spiegel beruhigen. Du bist ein ausgestorben Dosener. Durch deine hinterhältigen Taten hast du dich von der normalen Gesellschaft entfernt, aber das interessiert uns nicht. Möchtest du als kleiner Verbrecher König Rang 5 Kohle schaffen? Ja, auf jeden Fall. Nehme ich das an. Den Job wollte ich sowieso machen. Wenn dann auf. Und ich krieg hier noch Points dafür, also. Ja, auf jeden Fall. So. Na, gehen wir jetzt halt duschen. Dann kannst du eigentlich. Wo bist du eigentlich? Tina möchte vorbeikommen, ihre Schwester. Ja, die kann vorbeikommen. Gerne. Joe, ist irgendwas los? Da muss ich mich drum kümmern. Das ist Ausbruch. Was ist mit dir los? Muss vielleicht. Also, vielleicht musst du raus. Du willst auch ein bisschen Aufmerksamkeit, ich weiß schon. Dass du dir das auf jeden Fall fehlt. Ja. Du kannst da mal aktuelles Wetter ändern, den Kalt kannst du mal machen und Gewitter, dass ihr eine schöne scheiß Zeit habt. Oder ihr kriegst einen Stromschlag. Und ich muss das nochmal ändern. Ist mir alles recht. Meinetwegen kriege ich Stromschläge oder erfrieren. Oder was auch immer. Ist mir sowas von kacke egal. Frag dir mal was los. Ah, muss raus. Okay. Passt mir zwar nicht, aber naja. Ist halt so. Was getan werden muss, muss getan werden. Zwar habe ich eigentlich keinen Bock dazu, aber naja. Kannst du dich hier mal freundlich vorstellen? Obwohl, du kannst dich Horny hier vorstellen. Denn naja. Sie sieht zwar nicht, sie ist keine perfekte 10, aber naja. Und ich sehe sie nicht wegen dem Zaubertoll. Also sieht man sie ein bisschen. Genau so sieht man sie. Ja, sie sieht schon nicht schlecht aus, aber naja. Sie ist irgendwie keine Perfect 10, aber naja. Muss ja auch nicht immer eine 10 von 10 sein. Also, ja. Hast du es geändert? Nein. Änder das scheiß Wetter, anstatt dahin zu pissen, ey, meine Fresse. Oh, die Pisse ist weg, sehr gut. Die hat sich einfach in Luft aufgelöst. Verlassen. Ralf leitet sich momentan freiwilligen Arbeit. Der Gruppenleiter von Ralf wird nicht zufrieden, wenn er blau macht. Ja, ja. Er wird überhaupt nichts mehr machen. So. Du kannst dann eigentlich mal gehen. Und zwar unglaubliche Geschichte kannst du erzählen. Und dann kannst du mal hier Routine-Anmachspruch raushauen. Hallo? Spiel? Ach, egal. Geh mal rein hier. Geh mal rein mit ihm. Oh, geil, er hat einen Stromschlag bekommen. Nice. Luna, nein, ich möchte nicht zu dir kommen. Sehr gut. Okay, willst du jetzt einen Stromschlag nehmen? Schade. Oh. Auf damit. Und er liegt in seiner Pisse. Perfekt. Karma ist da. So, ändert das Wetter. Du sollst reingehen. Nein. Oh, Mann. Kacke. So. Dann kannst du mal streicheln. Das Leckerchen geben. So. Du machst hier mal die Wetteränderung, das ist voll scheiße auf mir. Regen kannst du nochmal machen. Candy, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das Richtige für dich. Ja, danke, Candy. Finde ich auch. Katharina muss schon wieder arbeiten. Jetzt ist doch freigenommen. Oder hat es abgebrochen oder was? Oder ist schon ein Tag rum? Echt jetzt? In Sims ist ein Tag rum? Jo, und schon. Das hat's abgebrochen, keine Ahnung. Ja, wohl, denke ich eher nicht. Ich denke echt ein Tag ist rum. Ja, ist ja auch egal.
Achso, ja, du kannst eben ihn loben. Dann machst du hier im Videobestand ansehen. Ja. Dann kannst du die Videos hier hochladen. Und dann natürlich hier nochmal das andere hochladen. Für Ruhm. Was hast du da eigentlich im Inventar drin? Ein verdorbenes Essen noch. Okay. Ein Stimmungslöser, den ich nicht mehr brauche. Ja. Bei 5 Kämpfen mitmachen, das kann ich noch abschließen eigentlich. Was? Ich habe 4 Tage frei? Okay, neu. Ich habe zur rechten Zeit ja gesagt. Ich weiß nicht, ob ich Kimmich schon hasse oder nicht, aber ich kann ihn nochmal gerne aufs Maul hauen. Nee. Kann ich nicht? Warum nicht? Und darf ich sie nicht boxen? Lol. Die darf ich nicht mehr boxen, ja. Also. Schon nicht anders geht. So. Kriegst du jetzt endlich einen Stromschlag? Nein. Schade. Er braucht doch nur einen Stromschlag. Oh, come on. Ich will nur, dass er einen Stromschlag bekommt, weil er hat ja jetzt einen bekommen von der Wettermaschine. Deswegen ist er halt ernsthaft gegrillt. Das war knapp. Ich sollte wirklich in Zukunft die Finger von elektronischen Geräten lassen. Ja. Das ist halt, dann kriegt er, wenn er noch einen Stromschlag bekommt, weil er hat halt einen bekommen und fühlt sich dadurch benommen, wenn er noch einen bekommt, ist er tot. So einfach ist das. Also Dina, ja, du standst immer noch da. Na gut, ne? Sehr gut. Muss ich doch eigentlich das abgeschlossen haben. Das hat nicht als Kampf gezählt. Oh Mann. Obwohl, ich kann dann ja noch Katharina eigentlich aufs Maul holen, die ist einfach so, Mann. Du änderst das Wetter, oh Mann, ey. Ich merke schon, ich brauche wen anders dafür. Dem seine Energie ist too low. Alles von allen eigentlich so. Kannst du es mal ändern? Was? Das neue Video von Sascha schlägt gewaltige Wellen und ist für einen Preis nominiert, obwohl das scheiß Qualität und alles hat. Verfolge am Sonntag um 19 Uhr die nächste Preisverleihung, um herauszufinden, ob er gewonnen hat. Oh! Also das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Wartet mal, es ist Samstag. Ich hoffe, die sind bis dahin tot. Weil sonst kann ich nicht verfolgen, weil die sonst wieder aufgefüllt sind. Scheiße, ich muss mich beeilen, dass sie down gehen. Abgesehen von Katharina, die kann ja erstmal noch ein bisschen überleben. Die kommt dann einfach mit. So. Zack. Kannst du das jetzt machen, Ralf? Ralf, du Penner. Mach das mal, war nice. Ich müsste dann ja eigentlich gewaltigen Ruhm bekommen, wenn ich gewinne. Und du kannst hier mal eine Produktbewertung für Spielzeug machen. Und dann halt auch für technische Spielereien, weil es anderes Frauenkram und. Und halt von, ja. Von Frauen halt. Frauenthemen halt. Und von Fitness-Freaks, die halt sagen, wie ihr, keine Ahnung, ein Sixpack bekommt und so. Ja, das ist vielleicht auch ein Modetipp, keine Ahnung. Fähigkeit hat Ralf erworben, kann jetzt Teile aus Müllhaufen recyceln und kaputte Objekte reparieren. Mit den neuen Fähigkeiten-Level werden weitere Upgrade-Gelegenheiten verfügbar. Sehr schön. Interessiert noch keinen, weil er weit braun gehen wird. Selbstsicher bin ich. Ja. Aber ich kann nicht dann selbstsicher einen Block aufnehmen. Nee, Luna, ich kann nicht. Und ich habe keinen Bock. Also, geh mir. Und ich will dir auch noch nicht unter noch Bock. Noch nicht. Weil es geht ja nicht. So, zack. Außerdem zieh mal deine scheiß Kleidung aus wieder. Oh Mann. So. Wetterinnahme kalt. Oder ich kann eine Hitzewelle veranstalten. Und sie dann halt im Pelzmantel rausschicken. Badekleidung zieht sie wieder an. Ich habe nichts davon gesagt, dass meine Kleidung wechseln darf. Ist benommen, sehr gut. Ralf, sehr gut. Outfit ändern, achso, ja, was soll er ja machen? Eigentlich scheiße. Versuch das mal zu reparieren. Ah, scheiße. Aktuelles Wetter ändern. Kalt. Ah, scheiße.
Kannst du aufhören, euer Mann? Mach hier kaltes Wetter und Gewitter. So, zack. Du, das ist doch mal ein Porno-Tor. Nee, das lässt du mal. Du kannst ja nicht hier noch ein Video aufnehmen. Produktbewertung, ja, kannst du technisch wieder rein noch machen. Hör mal auf zu trollen jetzt. Ich weiß, du brauchst das für die Arbeit, aber das machst du später. Erstmal hier berühmt werden. So. Dann kannst du hier noch eben den Videobestand ansehen. Dann kannst du das hochladen. Perfekt. Sehr schön. Kalt ist es. Gut. Aber am Erfrieren sind die leider noch nicht. Ich muss den Whirlpool hinstellen. Schade, es Frühling ist. Aktuelles Wetter ändern. Gewitter machst du mal. Und wie sieht's bei dir aus? Ich meinte das hier. Dann soll's den Sturm erst. Scheiße. Aber sind alle am Verhungern. Sehr gut. Bei 5 kämpfen mit meinen. Ja, vielleicht kann ich den alten hier noch hauen. Der eh noch rum gerade. Ja, bekämpfen, komm, mach das mal. Sehr gut. Videos am Aufnehmen und Leute am Verrecken, lass uns kämpfen. Darum geht's in dem Part. Ja, und dafür sorgen, dass John nicht drauf geht und Katharina den nicht blöd anmacht. Weil das hat sie ja schon einmal getan, weswegen sie mit dabei ist beim Todes-Squad. Beim Suicide-Squad, sozusagen. Ja, obwohl die machen ja keinen Suicide, also kein Selbstmord. Ja. Ja, die Hecken hat da irgendwie nicht mehr, leider. Aber. Ja, immer noch nicht. Das kannst du auch noch holen, warum auch immer der Hack schon wieder da ist. Hier. So, der, eigentlich kann ja auch der das Gewitter die grillen. So, aber kann es eigentlich das Wetter ändern hier zu Regen? Könnte man machen. Guck mal, ob es nicht kalt ist. Nachts auch noch bei so solchen Graben, aber so. Wölkerhimmel kannst du dann noch machen. Kein kalt. Okay. So, sehr gut. Meinen Ruhm dazu bekommen. Jetzt habe ich bald 2 Sterne Promi auch. Habe ich das hier jetzt abgeschlossen mit dem Kampf? Nee. Ach ja, stimmt, meiner ist noch drinnen gerannt und weil der auch ohnmächtig. Und der wurde ja auch ohnmächtig. Mama, ist die Ellen, Alter, eigentlich schwanger geworden? Könnte durchaus. Nee. Aber warum kann ich der nicht aufs Maul hauen? Verstehe ich da nicht. Weil. Was bei Ralf nicht geht, ja gut, das ist ein Teenager, aber sie ist ja eine Erwachsene. Oh. Warum kann ich ihr nicht. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Ja, noch die einfach weg. Oder auch beide einfach haben sie verdient. Sehr gut. Level 8 der Verbrecherkarriere erreichen. Ableben eines Sims, yes! Ich krieg jetzt noch Punkte raus. Ich weiß nicht, warum. Warum das bestimmt. Du sollst nicht mit der labern! Du sollst der aus Maul hauen. Maul hauen heißt nicht labern. Du schwingst die Faust und haust der eine rein. Oder noch besser, verpasst der Niestor. Aber shit, ich muss miterleben, obwohl die hausen. Ich hasse sie ja eher. Also. Mach hier mal Regen. Du hast ja den Strom stark bekommen. Sehr gut. Du bist am Erfrieren, sehr gut. Du wirst auf jeden Fall darum gehen. Genauso wie er. Freu mich auf die Alte hier. So, du kannst sie nochmal hier bekämpfen. Dann das sollst du machen. Dann kannst du hier noch eben auf Kommentare antworten. Wie sieht's mit der Arbeit aus? 3 Tage, okay. Gut. Müsst ihr dann die Scheinfähigkeit auch aufnehmen? Oh, das Observatorium ist am Eimer. Sehr gut. Das war mein Plan. Dass ich dafür Geld ausgeben muss, weil ich hab da. Kann's mir leisten. Ja. Ich hab von ihr auf die Fresse bekommen, wahrscheinlich. Ich bin Vampirmeister. Naja, bin ich ein Meister-Vampir? Ich glaube ja.
Ja, ist ja auch egal, wie das genannt wird. Nein! Ich habe das Wetter geändert und damit mich selbst gescoolt. Scheiße. Dann änder's auf kalt! Schnell! Ah, shit. Er wird ohnmächtig werden, oh Mann. Sie wird auch ohnmächtig werden. Und der wird auch ohnmächtig, ne? Ja. Und mein erster Norm, der kann das auch nicht machen, aber du kannst das mal machen, statt dir zuerst mal wieder. Hör mal auf damit. Was auch immer du da machst, lass es sein. Oh Mann. Ach so, die Tür ist ja zu für alle außer Sascha. Ja, dann mach ich mal die Tür ja auch für sie. Zutritt gestatten für Katharina, genau. Sie ist immer noch traurig deswegen? Aber meiner nicht? Weil er war ja auch traurig, so wie sie. Hä? Ach, weil er es schon macht, okay, ja, damit ich die Tür nicht für sie aufmachen muss. Aber du kannst mal hier. Oh nein, Joe ist krank. Fuck. Ah, Joe, du musst warten. Ich kann dich jetzt nicht wegbringen, sonst. Tut mir leid, Joe. Kann ich jetzt nicht zum Tierarzt bringen. Tut mir echt leid. Das geht leider nicht. Du kannst hier eben einen Freund holen, das hier. Was brauchst du für einen Job? Level 6. Ich habe erst Level 4. Aber du kannst eigentlich deinen Boost aktivieren für Katharina. Kannst du eigentlich mal machen. Also ich schon Level 2 habe, obwohl ich das nie gemacht habe im Vorentoren. Ist schon krass. So, mach das mal kurz weg. Kannst du später weitermachen, ja. Wenn Katharina down ist, geht es. Hör mal auf zu kochen, ey. Obwohl, ich lasse sie es fertig machen und tue es vor ihrer Nase einfach weg. Ja, yeah, sehr gut, sie hat Kochfähigkeit erlernt. Sehr gut. Sorry, Joe, aber du musst durchhalten. Ich weiß ja, dass du hoffentlich das so ist, dass du nicht recken kannst dadurch. Oh Mann. Warum muss das Wetter schon wieder geändert sein, ey, Mann, ey. So, was willst du am machen? Draht. Was mit dem am Plaudern? Nein. Du kannst hier auf Regen ändern. Ja. Alles ist blöd dafür. Oh, ich bin im Weg, keine Ahnung. Wird die Charisma-Fähigkeit erworben? Sehr gut, Katharina. Ja, könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr Bock dazu habt. Ich habe das ja schon mal vorgelesen. Wenn ich das erste Mal, dass jemand Charisma-Fähigkeit erworben hat, in die MT. Ja, Playlist werde ich anpinnen als Kommentar. Ja. Und ja, dann seht ihr halt auch, da könnt ihr dann draufklicken, wenn ihr Bock habt, um halt alle Videos zu schauen, falls ihr es noch nicht geschafft habt, alle zu schauen. Oder nicht von einem Wind bekommen habt, keine Ahnung. Falls ihr danach schauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Daniel braucht warme Kleidung, bevor die Kälte ihn umbringt. Ja los, Kälte, mach hin. Ich werde jetzt auch nicht mehr in die Wettermaschine gehen. Das war mein Fehler, aber ich. Ja. Eigentlich, ja, war ja alles dann. Also da. Ja, es war ein Fehler. Einfach. Aber okay, gut, sie hat es abgebrochen das erste Mal. Aber naja, vielleicht stört sie dann zu früh. Aber seht ihr, wie der Boost direkt. Auch wenn es bei ihr auch so vielleicht geklappt hat, aber egal, ich werde schnell das bei ihr Funk. Erster Kurs ist raus, sehr gut, jetzt kann es nicht mehr schief gehen. Und, oh, was für ein schöner erster Kurs. Auch wenn das man hier nicht von Liebe reden kann. Eher purer Hass. Naja, was heißt purer Hass? Ich wollte sie nicht umbringen, aber ja. Das ist Hass geworden zu purem Hass. Durch ihre Aktion unter Müsselzweig noch. Ja, sehr romantisch. Ich will ihn küssen, kannst du ja auch nochmal. Ja, sehr horny ist meiner, sehr gut. Nein, ich wollte nicht auf mich selber klicken. Oder bin ich Katharina? Nee, gut. I am the table! Bitte, Freund. Nein, was machst du da? Um Verabredung bitten, spinnst du? Nein, Spiel! Ich werde die nicht zur Verabredung bitten, damit die anderen wieder fit sind, nee. Reicht schon, dass sie einmal gerettet worden sind und aus Versehen von mir. So, mit einer Freundin zu sein, dann noch Tech Bemächtigung. Kann schon mal mein Bett auswählen. Ja, Tech Bemächtigung hier, ja. Zack. Tech Bemächtigung, ja. Zack. Fertig. Wieso wurde es warm? Oh
Oh Mann, ja, ihr werdet so von dem Scheiß gerettet jedes Mal, ne? Ihr glücklichen Wichser. Nein. Du lässt das sein, denn du sorgst für kaltes Wetter. Mensch, warum das schon wieder geändert worden ist vom Spiel? Kannst mal aufhören damit? Hol die im Ramanten aus, sorgt für Romantik, Katharina hat zuerst die Techte Mächte. Sehr gut. Da schalten wir kurz rein. Sehr gut. Ihr läuft, Joe ist am Pennen. Ja, mit dem werde ich zum Tierarzt gehen, wenn die alle gereckt sind, weil sonst geht es denen wieder besser. Und ja, die sind fast am Verrecken, also Joe halt durch, es tut mir leid. Ich wäre sonst sofort mit dir gegangen, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Halt. Hier friert, ne? Bisschen kühl, ja. Geh mal hier hin. Geh mal mehr nach draußen. Oh scheiße, es wird wärmer, glaube ich. Und ja. Ich hoffe, die regnen einfach durch die Kälte jetzt. Einfach abwarten und hoffen. Sehr gut. Und Katharina, du darfst dem Squad dann Gesellschaft leisten. Obwohl, wir gönnen uns noch einmal. Das war schon Horn, weil sie sieht schon nice aus. Yes! Bist du auch wegen der Kälte am Erfrieren, ey. Aber das, was sie anhat, ist doch auch nicht warm. Ich meine, na, keine Ahnung, ey. Sie liegt ja gerade am Boden. Ja, okay, dass sie dadurch nicht friert, ist in Ordnung, ist okay. Aber sie wird bald verhungern, ne? Ja, perfekt. Leute, bevor ihr verreckt, würde ich gerne eine Sache noch wissen, ja? Kannst du nämlich streicheln? Und trösten kannst du ihn eigentlich auch. Aber ich wüsste gerne, ob ich euch wieder aussaugen kann. Perfekt. Dann sauge ich jeden hier wieder aus. Bevor ihr dann verreckt, endlich. Und. Oder hoffe ich zumindest, dass ich euch vorher aussauge. Ja. Wer weiß schon. Ob das klappt. Oh. Oh, sehr gut, Sascha. Sascha, raus. Du musst dabei sein. Schnell. Yes, Zeug vom Ableben, sehr gut. Genau. Sehr gut. Und der findet das lustig, weil er ihn hasst. Perfekt. 3 Stimmen zum Feind erklärt haben, und wir auch. Nur Level 8 von der Verbrecherkarriere. Hi, Toad. Wie geht's dir? Alles gut? Nimm die alle mit. Um Ralf zu verschonen. Würde ich so oder so nicht machen, weil ich nicht auf Männer stehe. Und. Schade, du sollst auch nicht auf Männer stehen. Du stehst ein bisschen komisch neben Toad. Geh mal hier rüber. Geh mal darüber. Ich sagte, du sollst nicht auf. Du stehst nicht auf Männer, ciao. Und sie heult, perfekt. Und meiner feiert das. Perfekt. Und du? Du bist sehr horny. Ja, wir können ruhig nochmal in die. Die hat hier hingepisst. Nee, das machst du weg. Oh, das war Joe. Dem geht's ja auch nicht so gut, leider. Wait a minute. Wait just a minute. Scheiße, ich hab mich verklickt gehabt. Scheiße. Ich wollte nur ein Techtelmechtel mit ihr. Ich hab Baby machen geklickt. Scheiße. Bitte, bitte kein Baby. Bitte kein Baby. Bitte kein Baby. Bitte nicht. Bitte nicht. Yes. Obwohl andererseits könnte ich mit ihr ein Kind bekommen und sie dann trotzdem killen. Ja, okay. Das ist ein Hellmove. Das mache ich dann. Sehr gut. Shit, die Preisshow ist fast weg. Ich weiß nicht, ob ich einen Preis bekomme wegen denen, weil ich so lange durchhalten müssen. Ich bin ein Penner. Eure Rache an mich. 6 Stunden noch. Oh, come on. Die Preisverleihung ist schon locker weg. Scheiße. Oder nächsten Sonntag. Vielleicht nicht diesen Sonntag, weil es war ja Samstag. Und es wurde gesagt, nächster. Also könnte es sein, dass nicht diese Woche die Preisverleihung ist, sondern nächste Woche, hoffe ich. Und ja, ich schau mal eben. Starlight-Verleihung. Also diesen Sonntag ist die Verleihung. Das heißt von 18 bis 23 Uhr. Okay, gut. Weil sie stirbt in 6 Stunden hoffentlich. Ja, 20 Stunden. Also passt eigentlich. Gehen wir auf die Starlight-Verleihung dann. Oh, ich bin noch nicht schwanger drauf. Oh. Nicht gefruchtet wegen negativen Schwangerschaftstests.
Manchmal kann es schwerer sein, als man denkt, seine Familie zu vergrößern. Ja, ich wäre eigentlich nur, dass ich noch, ja, so ein richtiges Arschloch bin. Weil ich werde sie jetzt schwängern. Ich habe sie ja auch manipuliert. Was läuft hier überhaupt für eine Mucke und werde hier eingeschaltet? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, mal ausschalten hier. Ja, Joe, es tut mir leid, aber wir gehen bald zum Tierarzt, glaub. Der Geist von Wolfgang schwindet. Keine Ahnung, wer das von denen war. Ist mir auch egal. Ist okay, so. So, dann schwängern sie diesmal. Und Lilly ist hier? Oh nein. Sie hat auch noch einen Schlüssel. Ich hoffe, dass... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ob die jetzt den Schlüssel hier für die Bude hat? Oder ob das Spiel inzwischen erkennt, so von wegen, das ist eine andere Bude. Weil eigentlich, wenn man nach der Logik geht, dürfte sie hier nicht reinkommen, weil der Schlüssel war von der alten Bude. Ich habe das ja gemacht, wo wir noch in dem Loft waren. Das ist ja einige Parts her. Ich weiß gerade nicht, wie viel da war. Dürfte eigentlich nicht sein. Ja, Joe, geh mal kurz raus und vielleicht wieder reinkommen. Ja, ich streiche ihn mal dafür, genau. Ah, okay, der Tropfen könnte von Joe gewesen. Ja, ich weiß, dass er krank ist und ich würde ihn zur Tierklinik bringen, aber... Warte mal! Mir kommt da eine Idee, ich muss nicht. Der Geist von Markus gewendet? Ach ja, stimmt. Ist nicht das erste Mal, dass ich Leute kille. Ja, stimmt. Die guten alten Zeiten, Leute, da denkt ihr doch auch immer dran, an die guten alten Zeiten, wie es noch war, als ihr den und den umgebracht habt in Sims. Schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen, ob ihr auch schon mal so einen Hass auf Charaktere hattet wie ich. Ja, die Wiege kann hier weg. Ja. Auf jeden Fall, was wollte ich noch machen? Ach ja, ich weiß wieder. Und zwar Tierklinik. Tierarzt. Habe ich eingegeben? Nee, das ist falsch. Vielleicht hier Klinik oder Klinik. Sonst muss ich mal gucken, wo das war. Auf jeden Fall gibt es hier so Tierarztobjekte. Die hole ich mir jetzt. Heilmittelherstellung, ja, das kommen, holen wir uns auch. Keine Ahnung, wo ich das hinstellen werde. Erstmal irgendwo hin, ist egal, ich muss meinem Hund helfen. Ja, meinetwegen mitten im Raum oder so. Obwohl, ich könnte die Küche hier blockieren, dass Katharina sich nichts zuerst macht. Perfekt. Hund, ein Medizinautomat. Nee, da ist nichts drin, sonst würde ich den halt holen, aber da ist halt kein Heilmittel und nichts drin. So, ich muss mir aufpassen, dass ich nicht Joe blockiere, weil sein Napf steht ja da. Oder ich stelle den dann halt woanders hin und Chirurgiestation kommt auch noch irgendwo hin. Ah, wo passt die denn hin? Erstmal hier hin. Wo kann ich das hin tun? Ja, ich kann mal die Tonaufnahme rausstellen, weil die nutze ich eh nicht. Man könnte vielleicht die Videostation dahin und da dann das Chirurgiestation vielleicht hin. So. Nee. Aber wenn ich das hier rausstelle, könnte ich dann hier die Chirurgiestation hinstellen vom Platz her. Passt das. Ja, ne? Abgesehen von den Lampen, aber so müsste es gehen. Okay. Durchgehen kann man auch gerade so, also passt das. Und meine, ja, Aufnahmegeräte stehen erstmal draußen beim Müll. Denn mein Kanal ist wohl für die Tonne. shit. Ja, ein bisschen, ja, Witz über mich mache ich auch schon mal. So, das Verfahren. So. Ja. Ich mein's ja nicht böse. So, auf jeden Fall, schade, dass ich ihn nicht noch aussagen konnte, das wäre die ultimative Payback und Untersuchung von Joey beginnt so. Du kannst mal einen weiteren Schwangerschaftstest machen. So. Dann kann ich eigentlich die alte noch aussagen. Genau, filme immer Fressen auf. Und sie ist schwanger. Spielt eine Rolle, was Leute über dich denken. Ich habe gehört, jemand dich ins Blut verdacht. Achtet, ich werde meine Meinung über dich verdenken. Candy, geht nicht auf andere Leute. Also ich gebe nicht auf andere Leute. Meiner freut sich, dass ich schwanger ist. Perfekt. Ja, ich laufe mich auf dem Couch. Der Couch. So. Den Herd wirst du schon mal nicht benutzen können, oder? Geht das vielleicht? Ich hoffe nicht. Also ich kann sich ja so einen Salat zubereiten, aber ja, ich werde sie einfach nach draußen schicken.
Herzlichen Glückwunsch, Katharina erwartet dein Kind, dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Ja, sie wird das draußen bekommen und schon mal ein bisschen zu verdrecken und so. Und schon mal zu. Dina fragt, nee. Ja, doch, sie darf erstmal im Haus bleiben, erstmal. Sie kann ja immer in den Abweich und so machen. Untersuchungsergebnisse unbekannt, unbekannt. Ja, da werde ich mich drum kümmern. Ich werde ja untersuchen. Und zwar, was machst du da? Durch untersuchen, genau. Das darf ich nicht wegklicken. Behandlung, nein, wir untersuchen erstmal. Hör mal die Atmung ab. Also ich bin zwar kein gelernter Tierarzt, aber in Sims werde ich zu allem. Da brauche ich kein Studium und nichts, da kann ich das einfach machen. Es ist irgendwas mit der Temperatur, denke ich auch. Oh, ruhig ihn mal. Obwohl den Patienten ist nicht gestresst. Inzwischen schon. Nicht? Okay. Ja gut, dann weitermachen. Augen oder so. Okay, jetzt ist er gestresst. Gut. Ja, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich habe das mal gemacht gehabt im Privaten, aber ja, lange ist her. Ganz gestresst. Oh, Kim findet ihr Ende, sehr gut. Lass mich bitte meinen Hund währenddessen untersuchen. Mich interessiert das sowieso nicht, dass ich unkontrolliert sabbern habe. Dann hier noch Temperatur messen. Warum bin ich deswegen traurig? Ich habe sie gehasst. Er wird zwar der Fähigkeit Tierarzt erreicht, aber irgendwie ist da ein neuer Bug durch irgendein Update gekommen. Sascha hat zwei wunderschöne Briefkästen mit Tiermotiv freigeschaltet. Der kann jetzt Sumpfwasser, Toffifee und Nahrungsriegel Cola als Flüssigkeitsstoff an der Heilmittelherstellungsstation herstellen. Ja, könnte ich, aber ja, das bringt halt nicht viel. So. Es gibt halt eins, was halt gut ist halt von den Wellness-Happen, glaube ich, ist gut, was das Wohlbefinden steuert. So und so ein abgeschlossen, ja, noch Haut und Fell und so noch untersuchen. Oder halt das Diagramm ansehen. Ohrinfektion. Und was kann ich machen? Eichhörnchen-Krampfanfall. Nee, gar nichts. Das wäre blöd. Ich weiß, was ihm fehlt. Untersuchung. Nee, wir kastrieren den nicht. Sascha, mach Henne! Wir wollen noch zu Starlight verleihen. Hör auf damit. Sascha! Muss meiner jetzt mal verbuggt sein? Los, komm mal hin jetzt. Oh Mann, das wird knapp mit der Verleihung, aber es geht um meinen Hund. Ja. Und? Ich hab gesagt, du machst die Untersuchung fertig. Was soll ich Scheiße? Das ist jetzt emotionaler Ausbruch. Komm on, ich hasse diesen Tag. Ich hasse diese Scheiße mit emotionaler Scheiße, ey. Ja, komm, wir sind eh zu spät. Vergessen wir mit der Preisverleihung. Also, ja. Kann man leider nicht nachholen. War verschieden. Aber naja. So. Gut. Kann ich hier was irgendwas machen? Operation. Existenz, exzessive Niedlichkeit extrahieren. Ja. Und Bauchi-Bauchi-Chroniker. Also, ja. Ihr seid mir auch so Bauchi-Bauchi und so. Nein, ich will ihn nicht kastrieren. Ich wollte ihm helfen. Sehr gut. Sehr gut. Scheint ihm besser zu gehen. Sehr gut. Es ist noch zu früh, um die Halskrause abzulegen. Ja. Okay. Kannst du ihn mal loben? Hast gut durchgehalten, mein Junge. Kann ich hier irgendwie ein Leckerchen geben? Oder ist die Krause im Weg? Ja, im Weg. Hier könnt ihr jetzt schon mal in den Haus. Das ist traurig wegen der Scheiße. Ah, ne, das ist wahrscheinlich traurig wegen dem Ableben, aber. Wieso? Er hat die auch gehasst. Oh, stimmt. Ich kann nicht von schwangeren Sims trinken. Also wische hier mal die Scheiße weg. Obwohl, das kann Katrina eigentlich machen. Stimmt. Egal. Scheiß drauf, jetzt mach ich's halt. Ja, gut, Katharina, schnapp dir ruhig Essen. Bis das Kind halt da ist. Kälte mal engagieren. Ich hoffe, es kommt irgendwer Unbekanntes. Und ich hoffe, es ist ein Typ. Weil ein Typ ist mir egal, den kann ich aussagen wie nichts. Der wird ausgesorgt. Dann noch Gitarristen. So.
Alleine sein, genau. Was kann ich machen? Ein Tierspielzeug kaufen, ja, kann ich auch mal. Tierspielzeugkiste, ja. Kann ich machen, kann ich machen. So, dann mache ich hier noch die. Ja, ich werde dafür einen extra Raum bauen in einem der nächsten Part, vielleicht im nächsten Part, dass ich irgendwie hier, keine Ahnung, eine zweite Etage baue. Die könnte ja eigentlich hier hingebaut werden, theoretisch, wenn genug Platz ist. Obwohl, vielleicht das Spielzimmer ein bisschen kleiner machen und. Oder nee, ich mache das so. Das kommt dann zum Beispiel nach oben, weil das ja eh ein großer Raum. Und wenn sie dann die Treppe gelernt haben, die Treppe zu benutzen, können sie dahin. Oder nee. Nee, eigentlich könnte doch das Schlafzimmer weg, oder? Weil die einzige, die ich wirklich hier wieder einziehen lassen will, ist eigentlich Octavia. Und dann brauchen wir zwei Betten. Das ist dann mein Raum, das ist Octavias Raum. Und ja. Wenn sie überhaupt wieder einzieht, also eigentlich könnte das hier weg. Und dann könnte hier ja eine Treppe rein. Also hier und hier eigentlich. So. Ja, das ist eine gute Idee. Muss ich so festhalten und mir den alten Partner noch ansehen. Ja. Ist hier irgendwer auf der Straße? Nee, ne? Leider nicht. Leider nicht, leider. Was war's? Wer bist du? Ein Teenager. Tja, Teenager. Um 2 Uhr morgens von meiner Bude rumlaufen, wenn ich Durst hab, ist. Kritisch, wenn meiner nicht verbuggt wäre. Digga, kannst du den mal bitte aussaugen? Sehr gut, und du hast die Kleidung angezogen, sehr gut. Aber beeil dich ein bisschen, ja. So, Joe kannst du noch trösten, wenn das geht. Der Krause ist ziemlich im Weg. Und hier ist ein Baum. Zitronenbaum. Oh, Zitronen. Ja, ernte mal alle Pflanzen. Dafür gibt es doch auch Punkte irgendwo. 2985 habe ich jetzt auch. Gibt es doch irgendwo Punkte für. Da könnte ich welche mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Fehlverhalten, ja, Joe macht nichts falsch irgendwie. Ja, das werde ich eher nicht mal. Was kann ich denn irgendwo. Was werde ich mal ein Outdoor-Fan, glaube ich, ist das, ne? Ja, aber nicht bestimmte Pflanzen ernten. Das ist ja eine bestimmte, oder? Ja, ich glaube ja. Na, ich versuch's mal. Gartenfähigkeit erworben. Dank der neuen Gartenfähigkeiten von Sascha kann er Pflanzen gießen, jäten und ernten. In höheren Leveln werden neue Interaktionen und fortgeschrittene Techniken freigeschaltet. Schön. Ja, das ist von dem Wildnisleben DLC da. Outdoor-Leben, glaube ich, heißt das Pack. Ich bin mir da nicht sicher, wie es heißt. Deviants werde ich verfolgen. Genauso wie das mit der Romantik hier. So, Level 6 der Charisma-Fähigkeit, okay. Geküsst habe ich Katharina doch auch, hat es gezählt? Weiß ich nicht, mal, das kann ich doch auch durch Videos machen, ne? Video aufnehmen, fröhliches Vlog kannst du da mal machen. Eigentlich. Bei mir geht's ja gut. Dann kannst du dich um Joe kümmern. Ja, freundlich. Loben, kennenlernen. In Arme rufen kannst du mal machen. Hilft ihm vielleicht ein bisschen. Und das muss natürlich auch wieder nach drinne. Muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Achso, ja, danke, dass du da warst, ne? Also ich saug dich immer wieder gerne aus. Yes, Level 6 der Charisma-Fähigkeit. Kann jetzt Bilder am Computer hochladen, bei anderen ist ein Süßholz-Rastbau. Sehr gut. Und ich möchte gerne den Job für bessere, den Boss für bessere Jobleistung bestechen. Das ist mir eingefallen, weil ich habe das ja freigeschaltet. Das kriegst du halt durch die Charisma-Fähigkeit, durch Level 5 habe ich das, glaube ich, gehabt. Ja, müsste Level 5 gewesen sein, aber kann sein, weil ich das vertue. Ja, ihr könnt ja gerne in den Playlist schauen, in den vergangenen Parts, da ist das ja alles da. Und ja, damit war es auch dann schon das von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns zur nächsten Folge hoffentlich weiter, hoffentlich wieder. Ja, meine Feinde sind gestorben. Feinde sind gestorben. So, kurz den Titel noch benennen und dann passt das. Sind gestorben. Sehr gut. Passt. Und bis zum